Xerath, der aufgestiegene Magier. Xerath ist ein aufgestiegener Magier aus dem uralten Shurima, ein Wesen voller arkaner Kraft, das sich in den zersplitterten Teilen eines magischen Sarkophags windet. Jahrtausende lang war er unter dem Wüstensand gefangen gewesen, doch als Shurima sich wieder erhob, wurde auch er aus seinem uralten Kerker befreit. Sein Machthunger hat ihn in den Wahnsinn getrieben und jetzt will er an sich reißen, was er als seinen rechtmäßigen Besitz ansieht. Die emporgekommene Zivilisation dieser Welt sollten nach seinem Willen neu geformt werden. Der Junge, der später den Namen Xerath tragen sollte, wurde vor tausenden von Jahren als namenloser Sklave in Shurima geboren. Er war der Sohn eines gefangengenommenen Gelehrten und ihm stand nicht viel mehr als endlose Knechtschaft in Aussicht. Seine Mutter lehrte ihm Lesen und Mathematik, während ihm sein Vater Geschichten erbrachte, in der Hoffnung, dass sein Wissen ihm eines Tages ein besseres Leben ermöglichen würde. Der Junge schwor sich, dass er nicht wie jeder andere Sklave ausgepeitscht und bucklig von der harten Arbeit enden würde. Als der Vater des Jungen während der Grabungsarbeiten für das Fundament eines Denkmals für das Lieblingspferd des Imperators schwer verletzt wurde, wurde er einfach am Unfallort zum Sterben zurückgelassen. Die Mutter des Jungen hatte Angst, dass ihr Sohn ein ähnliches Schicksal ereilen würde und bat einen geschätzten Architekten, der auf Grabmäler spezialisiert war, ihm als Lehrling anzunehmen. Der Architekt zögerte zuerst. Doch die Detailverliebtheit des Jungen und sein Gespür für Mathematik und Sprache beeindruckten ihn und er stimmte zu. Der Junge sah danach seine Mutter nie wieder. Er lernte schnell und sein Herr schickte ihn täglich auf Botengänge in die große Bibliothek von Nasus, um spezielle Texte und Pläne zu beschaffen. Auf einem dieser Botengänge traf der Junge Azir, den Sohn des Imperators, der stets übergangen wurde. Azir kämpfte mit einer schwierigen Passage in einem alten Text und obwohl er wusste, dass er den Tod riskierte, wenn er jemanden aus der Königsfamilie ansprach, half der Junge dem Prinz mit der komplexen Grammatik der Sätze. Somit legte er den Grundstein einer zaghaften Freundschaft, die über die kommenden Monate immer stärker wurde. Obwohl es Sklaven nicht erlaubt war, Namen zu tragen, gab Azir dem Jungen einen. Er nannte ihn Xerath, was so viel bedeutet wie derjenige, der teilt. Natürlich gebrauchten sie den Namen nur, wenn sie unter sich waren. Azir sorgte dafür, dass Xerath ein Sklave seines Haushalts wurde und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Sie waren beide unglaublich wissbegierig und verschlangen gemeinsam regelrecht die Schriften der Bibliothek, bis sie sich so nahe standen wie Brüder. Xerath wich Azir nicht von der Seite, lernte so viel er konnte über die Kultur, Macht und Wissen und wagte davon zu träumen, dass Azir ihm eines Tages die Freiheit schenken würde. Auf der jährlichen Rundreise des Imperators durch sein Reich überfielen Assassinen die königliche Karawane, als sie die Nacht über einer wohlbekannten Oase Rast machten. Xerath rettete Azir vor der Klinge eines Meuchelmörders, doch Azirs Brüder ließen alle ihr Leben. Damit war der Thron von Shurima für den jungen Prinzen in greifbare Nähe gerückt. Als Sklave konnte Xerath keine Belohnung für seine Tat erwarten, doch Azir versprach, dass sie eines Tages Brüder sein würden. Nach dem Mordversuch musste Shurima Jahre voller Angst und Schrecken ertragen, während der Imperator auf Rache aus war. Xerath wusste über den Lauf der Geschichte und die Dynamik des shurimanischen Hofes, um zu begreifen, dass Azirs Leben an einem seidenen Faden hing. Er mochte zwar Thronerbe sein, doch der Imperator hasste Azir und nahm es ihm übel, dass er am Leben geblieben war, während seine geliebten Söhne gestorben waren. Die Frau des Imperators stellte eine noch unmittelbare Gefahr dar. Sie war jung genug, um Kinder zur Welt zu bringen und hatte bisher viele gesunde Söhne geboren. Die Chance, dass sie ihrem Mann einen weiteren männlichen Erben schenken würde, standen gut. Doch sollte dies geschehen, wäre Azirs Leben verwirkt. Obwohl Azir im Herzen ein Gelehrter war, überzeugte Xerath ihn davon, dass er lernen musste, sich zu verteidigen, wenn er überleben wollte. Also widmete Azir sich den Waffen und der junge Erbe sprach Xerath einen höheren Rang zu, damit dieser seine Ausbildung weiter voranbringen konnte. Beide Jugendlichen leisteten Großes und Xerath stellte sich als außerordentlich begabter Schüler heraus, der mit großer Leidenschaft und nach mehr Wissen strebte. Xerath wurde Azirs Vertrauter und rechte Hand, ein Privileg, das bisher noch keinem anderen Sklaven zuteil geworden war. Seine Stellung verlieh ihm großen
und wie einige meinten, unverhältnismäßigen Einfluss auf den jungen Prinzen, der sich mit jedem vergangenen Tag mehr auf Xerats Urteil verließ. Xerath strebte mit aller Macht nach immer größerem Wissen, wo immer er es auftreiben konnte, ganz egal der Preis, ganz die Quelle. Er öffnete lang versiegelte Bibliotheken, stürzte sich in vergessene Grüfte und konferierte mit Mystikern, die sich unter den Sanden versteckt hielten. Sein Wissen und sein Ehrgeiz wuchsen mit unkontrollierter Geschwindigkeit. Jedes Mal, wenn am Hofe Gerüchte über die zwielichtigen Orte aufkamen, die er besuchte, fand er Möglichkeiten, unangenehme Stimmen zum Schweigen zu bringen. Azir erwähnte diese Gerüchte nie und Xerath nahm dies als Hinweis darauf, dass Azir mit den Methoden zufrieden war, die Xerath aufwandte, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Die Jahre vergingen und Xerath unternahm immer extremere Schritte, um zu verhindern, dass die Frau des Imperators eine Schwangerschaft zu Ende brachte. Mit seiner erstarkenden Magie korrumpierte er jeden Fötus im Mutterleib. Ohne Rivalen, die ebenfalls nach dem Thron streben konnten, war Azir sicher. Als Stimmen laut wurde, die von einem Fluch sprachen, stellte Xerath sicher, dass sie sogleich verstummten und oft wurden die Unglücklichen, die um einen solchen Verdacht geäußert hatten, nie wieder gesehen. Mittlerweile war Xeraths Bestreben danach, seinen Wurzeln als Sklave zu entkommen, zu dem brennenden Ehrgeiz herangewachsen, selbst immer mehr Macht anzuhäufen. Und doch rechtfertigte er jeden Mord damit, dass er seinen Freund beschützen musste. Trotz Xeraths Bemühungen, die Hebammen der Königin an ihrer Arbeit zu hindern, kam ein neuer schurimanischer Prinz zur Welt. In der Nacht seiner Geburt nutzte Xerath seine wachsende Zauberkraft dazu, die elementaren Geister der Wüste heraufzubeschwören und einen schrecklichen Sturm zu formen. Xerath ließ Blitz um Blitz auf die Gemächer der Königin niederfahren, bis nicht viel mehr als brennender Schutt von ihnen übrig war. Die Königin und ihr neugeborener Sohn fielen den Flammen zum Opfer. Der Imperator eilte in die Gemächer seiner Frau, wo ihn Xerath bereits erwartete. Aus seinen Händen schossen arkane Energien. Die Wächter des Imperators wollten sich auf ihn stürzen, doch Xerath verbrannte sie und den Imperator zu Häufchen schwelender Knochen. Xerath stellte sicher, dass die Magier eines eroberten Gebiets für die Tode verantwortlich gemacht wurden und sobald er den Thron bestiegen hatte, war es Azir erste Handlung, sich an ihrem Volk massiv zu rächen. Azir wurde zum Imperator von Shurima gekrönt und an seiner Seite Xerath. Der Junge, der einst ein namenloser Sklave gewesen war. Xerath hatte lang von diesem Augenblick geträumt und erwartete von Azir, dass er die Sklaverei in Shurima abschaffen und ihn endlich zu seinem Bruder machen würde. Doch Azir tat nichts dergleichen, sondern dehnte die Grenzen seines Reiches weiter aus und ging nicht auf Xeraths Versuche ein, das Thema Sklaverei anzusprechen. Für Xerath war dies ein weiterer Beweis für Shurimas moralische Korruption und er warf Azir wütend vor, dass er sein Versprechen gebrochen hatte. Azir erinnerte Xerath mit hartem, unerbitterlichem Gesicht, dass er ein Sklave war und seinen Platz kennen sollte. An diesem Tag verlor Xerath das letzte bisschen an Großherzigkeit, das ihm noch geblieben war. Doch er verbeugte sich in einer Geste der Unterwerfung und akzeptierte nach außen in Azirs Entscheidung. Während Azir seine Eroberungen fortsetzte, blieb Xerath an seiner Seite. Doch all seine Handlungen waren darauf ausgerichtet, seinen Einfluss über ein Reich zu mehren, das er nun selbst zu übernehmen gedachte. Ein Reich zu stehlen war nicht trivial und Xerath wusste, dass er mehr Macht benötigte. Die berühmte Legende von Renektons Aufstieg besagte, dass ein Sterblicher nicht von den Sonnenpriester gewählt werden musste. Jeder konnte aufsteigen. Also plante Xerath, sich die Macht des Aufsteigens anzueignen. Keinem Sklaven war es erlaubt, vor der Sonnenscheibe zu stehen, und so näherte er das Ego des Imperators, sprach seine Eitelkeit an und setzte ihm unmögliche Visionen von einem allumspannenden Weltreich in den Kopf. Doch dieser Traum würde nur Wirklichkeit werden, sollte Azir zu einem Aufgestiegenen werden, wie die großen Helden Shurimas vor ihm. Mit der Zeit zahlte sich Xeraths Beharrlichkeit aus und Azir verkündete, dass er das Ritual des Aufstiegs durchführen würde und dass er sich das Recht dazu verdient hätte, als Aufgestiegener neben Nasus und Renekton zu stehen. Die Sonnenpriester protestierten, doch Azirs Hochmut war so groß, dass er unter Anordnung von Todesschmerzen befahl, seinen Anweisungen Folge zu leisten.
Nasus und Renekton wohnten der Veranstaltung des Tages nicht bei, da Xerath eine Ablenkung für sie vorbereitet und das Siegel eines magischen Sarkophags geschwächt hatte, der eine Kreatur lebenden Feuers enthielt. Als die Kreatur sich endlich ihrer Fesseln entledigte, konnten es nur Renekton und Nasus mit ihr aufnehmen. Auf diese Weise hatte Xerath Azir die einzigen beiden Wesen genommen, die ihn von seinem Schicksal hätten bewahren können. Azir stand unter der Sonnenscheibe, doch bevor die Priester das Ritual begannen, geschah etwas, womit Xerath in keiner Weise gerechnet hatte. Der Imperator drehte sich zu Xerath um und sagte ihm, dass er von nun an ein freier Mann sei. Er entließ ihn und alle Sklaven Shurimas aus den Ketten ihrer Knechtschaft. Dann umarmte er Xerath und nannte ihn seinen ewigen Bruder. Xerath war sprachlos. Ihm war alles gegeben worden, was er jemals ersehnt hatte, doch der Erfolg seines Plans hing von Azirs Tod ab und nichts würde ihn von seiner Ausführung abhalten. Zu viele Teile des Getriebes waren bereits in Bewegung gesetzt worden und Xerath hatte zu viel aufgegeben, um jetzt noch umzukehren. Ganz egal, wie er sich dies ein Teil von ihm wünschte. Die Worte des Imperators durchdrangen die Bitterkeit, die Xeraths Herzen umgab, doch kamen halt Jahrzehnte zu spät. Azir war sich der Gefahr nicht bewusst, in der er schwebte, und drehte sich um, als die Priester das Ritual begannen, um die ehrfurchtsgebietende Kraft der Sonne herabzubeten. Er nahm Azirs Platz ein und das Licht der Sonne erfüllte ihn, als es ihn zu einem aufgestiegenen Wesen wandelte. Doch die Macht des Rituals war nicht für ihn bestimmt gewesen und die Konsequenzen, die sein Verrat an Azir mit sich brachten, waren verheerend. Die entfesselnde Kraft der Sonne vernichtete ganz Shurima, riss seine Tempel in zwei und ließ nichts als Ruinen von der Stadt zurück. Azirs Volk wurde von einer schrecklichen Feuerbrunst verzehrt, als die Wüste sich erhob und die Stadt für sich beanspruchte. Die Sonnenscheibe stürzte herab und das Reich, das über Generationen von Imperatoren aufgebaut worden war, war in einem einzigen Tag ausgelöscht worden. Selbst als die Stadt in Flammen stand, hielt Xerath die Sonnenpriester noch mit seiner Magie gefangen und ließ nicht zu, dass sie das Ritual abbrachen. Die Energien, die ihn erfüllten, waren unermesslich stark und verschmolzen mit seiner dunklen Zauberkraft, um ein ungewöhnliches, unglaubliches, mächtiges Wesen zu erschaffen. Je mehr er von der Macht der Sonne in sich aufnahm, desto weniger wurde sein sterbliches Fleisch, bis er schließlich als Wirbel aus arkaner Energie hervorging. Nachdem Xeraths Verrat bekannt geworden war, eilten Renekton und Nasus zum Epizentrum des magischen Sturms, der in der Stadt tobte. Sie trugen den magischen Sarkophag bei sich, in dem der ewige Geist des Feuers eingeschlossen war. Noch bevor der aufsteigende Magier reagieren konnte, schleuderten sie seinen knisternden Körper in den Sarkophag und versiegelten ihn erneut mit geweihten Ketten und mächtigen bindenden Siegeln. Doch es war einfach nicht genug. Xerath war bereits als Sterblicher unfassbar mächtig gewesen und diese Macht hatte ihm im Zusammenspiel mit dem Geschenk des Aufstiegs unbesiegbar gemacht. Er ließ den Sarkophag zerbersten, doch die Splitter und Ketten blieben an ihm haften. Renekton und Nasus warfen sich auf Xerath, jedoch war seine neu geschöpfte Kraft so groß, dass er sie beide im Schach halten konnte. Ihr Kampf tobte durch die eingestürzte Stadt und vernichtete, was noch nicht unter dem Sand begraben war. Die Brüder konnten Xerath zum Grab der Imperatoren zehren, dem größten Mausoleum von Shurima. Eine Gruft, deren Schlösser und Schutzzauber nicht gebrochen werden konnten und die nur dem Blut des Imperators gehorchten. Renekton zwang Xerath hinein und befahl Nasus, den Kerker hinter ihm zu versiegeln. Schweren Herzens tat Nasus, wie ihm geheißen worden war. Er wusste, dass dies der einzige Weg war, Xerath an der Flucht zu hindern. Renekton und Xerath stürzten in ewige Finsternis und dort blieben sie in einem ewigen Kampf verwickelt, als die einst so stolze Zivilisation von Shurima in sich zusammenfiel. Unzählige Jahrhunderte vergingen und mit der Zeit schwand Renektons mächtige Kraft, sodass er nicht mehr von Xerath's Einfluss geschützt war. Mit vergiftenden Lügen und Blendwerk verdrehte Xerath Renektons Geist und erfüllte ihn mit unverdienter Bitterlichkeit gegen Nasus, dem treulosen Bruder, der ihn gemäß Xerath gesponnener Lügen vor langer Zeit im Stich gelassen hatte. Als das Grab der Imperatoren letzten Endes unter dem Wüstensand wiedergefunden wurde und Sivir und Cassiopeias aufbrachen, wurde Xerath und Renekton mit einer Explosion aus dem Sand und Geröll befreit. Renekton spürte, dass sein Bruder noch am Leben war und ließ die Ruinen hinter sich.
Sein gefolterter Verstand war nicht zu viel mehr fähig als der eines wilden Tieres. Nach einem Zeitalter, das Legenden anheimgefallen war, wurde Shurima neugeboren. Und als es sich majestätisch aus dem Sand erhob, fühlte Xerath, wie eine weitere Seele unter dem Sand ins Leben zurückgekehrt war. Eine Seele, die er lang für tot gehalten hatte. Azir war nun auch ein Aufgestiegener, zum Leben erweckt worden, und Xerath wusste, dass es für keinen von beiden Frieden geben würde, während der andere am Leben war. Xerath suchte das Herz der Wüste auf, um seine Stärke wiederzugewinnen und zu verstehen, wie sich die Welt in den Jahrtausenden, die seit seiner Gefangennahme vergangen waren, verändert hatte. Seine verlorenen Kräfte wuchsen mit jedem Augenblick an und er befand, dass diese Welt förmlich um eine Eroberung bettelte. Es wimmelte nur von Sterblichen, die darauf warteten, einen neuen und schrecklichen Gott anzubeten. Trotz all seiner Stärke und ganz egal, wie weit er den namenlosen Sklavenjungen hinter sich zurückgelassen hatte, ist Xerath doch bewusst, dass er immer noch in Ketten liegt.